Hallo und grüß Gott bei Walgott TV. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Derzeit lädt das Wetter leider nicht unbedingt zum Wandern ein. Aber es wird sicher wieder schöner. Ich bin zuversichtlich. Matthias Decker und Franz Lutz machen auf jeden Fall Lust, die nächsten Berggipfel zu erklimmen. Für uns haben sie den Galinerkopf bestiegen. Gestartet sind unsere zwei Wanderer im liechtensteinischen Malbun. Grüß Gott miteinander. Heute ist Walgott TV unterwegs, wiederum vom Ausland. Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die übrigens gut funktionieren, da über Feldkirch, Vaduz auf Malbun her. Jetzt sind wir im schönen Malbun, Liechtenstein. Wir machen jetzt eine Wanderung, die geht da schön auf Richtung Matterjoch. Gehen dann auf den Galinerkopf und vom Galinerkopf nachher über das Matterjoch um zur Gamp und besuchen den Hannes den bei der Gamp. Und ja, wir haben noch schöne Aufnahmen heute vor uns. Ein wunderschöner Tag, was will man noch mehr? Vom wunderschön gelegenen Malbun aus startet unsere heutige Wanderung auf den Galinerkopf. Über einen gepflegten, gut ausgebauten Wanderweg laufen wir mit gemütlichem Tempo in Richtung Matterjoch. Auf unserem Weg eröffnen sich uns nicht nur tolle Perspektiven auf ein wunderschönes Alpgelände, wir lernen auch das Alpvieh kennen, welches die zahlreichen Wanderer scheinbar schon gewohnt ist. Nach einiger Zeit können wir unser heutiges Ziel, den Galinerkopf, zum ersten Mal erkennen. Die Rückseite des Berges ist vielen nicht bekannt. Auch ich staune nicht schlecht, beinahe der ganze Bergrücken ist eine Wiese. Und das komplette Gegenteil zur Vorderseite, die vom Walgau aus erkennbar ist. Bei der Abzweigung Richtung Matterjoch gehen wir vorbei, denn wir wollen zuerst auf den Gipfel. Jetzt sind wir noch eineinhalb Stunden gemütlich am Laufen. Sind wir da oben im Matterjoch. Das heißt, da unten im Matteralp, da geht es rauf. Das Joch ist gleich da hinter dem Büchel. Kommt man dann auch hier auf Gamp. Wir sind nicht die Abzweigung rechts rauf, sondern da her Richtung Galinerkopf. Und gehen jetzt da nachher da hinterwärts. Und wie ihr seht, da oben der Galinerkopf. Auf der hinteren Seite Gras bis rauf. Aber vorne schauen dann die Schröfer ganz anders aus. Mit unserem Ziel vor Augen setzen wir unsere Wanderung fort. Am Fuß des Galinerkopfes wandern wir auf Liechtensteiner Seite, können aber schon einen Blick in unsere Heimat werfen. Von jetzt an wird der Aufstieg steiler und der Weg steiniger. Wir machen kleine Schritte und versuchen immer mit dem ganzen Fuß aufzutreten. Unsere Stöcke sind wiederum eine praktische Aufstiegshilfe.
Jetzt sind wir oben auf dem Galliner Kopf mit 2198 Metern. Auch schon ein schönes Bergli. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Resümee ziehen über unsere Berge, die wir alle gemacht haben, wir haben 7 Filme gemacht. Zum Beispiel dahinter, der Fleijoch, sind wir rumgegangen. Da sieht man wunderschön den Weg über Kürspitz rum. Da der Gasellikopf, drei Schwestern. Hinterelpele drinnen und Vorderelpele. Das war eine wunderschöne Tour. Ja, wenn wir sehen, da hinter uns die hohen Köpfe, gute Spitz. Wenn wir uns zurückerinnern, hoch Gerach, wunderschön, tiefer Schnee rauf. Dann sind wir rum auf Muttersberg, hohe Fransen. Wir sind weitergegangen auf Schillerkopf, Mondspitz. Wir haben gemacht Schesaplana. Dahinter sehen wir jetzt wunderschön Zimba, Schesaplana. Und wir gehen nachher jetzt weiter da hin, da führe. Schön auf Gamp führe. Nach einer feinen Jause am Gipfel machen wir uns wieder an den Abstieg. Wir gehen zurück bis zum Matterjoch und werden dort in Richtung Gamp abzweigen. Der Abstieg ist über das sogenannte Grötle aufgrund des schlechten Weges nicht empfehlenswert. Wir nehmen die sichere Variante. Vom Matterjoch gelangen wir auf die Alpe Innergamp, von wo aus wir jetzt auf einem breiten Güterweg vor auf die Alpe Gamp laufen. Jetzt freuen wir uns auf eine feine Jause im Gasthaus. Jetzt sind wir auf der Alp Gamp angekommen. Ein wunderschöner Fleck da oben. Beim Hannes kann man gut einkehren. Das ist noch ein schönes Stück Kahe. Ja, jetzt haben wir den Kreis eigentlich irgendwie geschlossen. Wir haben jetzt 7 Filme mit Walgau TV gemacht. Wir haben wunderschöne Vorschläge gemacht. Von der Gurtenspitz über Schesaplana, Schillerkopf, Fraser. Muttersberg. Walgau TV freut sich sehr. Wir haben sehr, sehr viele Anregungen gekriegt. Auch Dank, dass wir die schönen Berge zeigen, was es für Möglichkeiten gibt da im Walgau. Wenn viele jetzt so überrascht sind, dass da manchmal Werbung im Film ist, ja, wir sind halt einmal das schönste Tal, was es überhaupt gibt auf der Welt, mit dem schönsten Berg. Wir haben die 2 besten Brauereien. Im Land sowieso. Wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben schöne Seilbahnen, tolle Hütten, gute Wirte, wo man essen und trinken kann. Wir haben Angebote im öffentlichen Verkehr, wir haben die Montafon-Card und. An dieser Stelle möchte auch ich mich als Kameramann bei Franz Lutz für die tollen Wanderungen recht herzlich bedanken und hoffe, Ihnen mit der Serie Die Berggipfel des Walgaus eine Freude gemacht zu haben. Interessant geht es weiter mit dem 4. Teil der Serie Flurnamen des Walgaus. Der aus Hart stammende Wasserbauingenieur Werner Vogt verschrieb sich der Dokumentation der Flurnamen und er wanderte und erforschte das gesamte Vorarlberger Landesgebiet. Hallo, ihr lieben Zuseher im Walgau TV. Heute sind wir am besonderen Ort wieder mal auf Flurnamenwanderung in der Gemeinde Schlins.
Die Gemeinde Schlins ist klein, aber fein. Sie hat nur 6 Quadratkilometer Gemeindegröße. Der alte Name von Schlins heißt Ensline im Jahr 820. Das heißt so viel wie in der Au oder in der Aulandschaft. Angesichts von der Burg Jagdberg, die wir jetzt da oben halb sehen, muss man feststellen, die Ruine, die hat natürlich schon viele und bessere Tage gesehen. In der Umgebung von der Burg Jagdberg fallen 2 Namen auf. Der eine ist denn jetzt da westlich von mir, da heißt es auf Patent. Und da östlich, da heißt es Jupident. Das ist ein Namenpaar, wo auf den alten vordeutschen Namen Pitene, das heißt so viel wie alte Burgstelle. Also vor der Burg, wo wir da sehen, vor der Ruine, war schon vor 1500 oder 2000 Jahren auch schon eine Burgstelle. Zu unseren Füßen, da fließt der Tabalada-Bach. Tabalada ist ein hitziger Name, heißt auf gut Deutsch am breiten Wasser. Und der Tabalada-Bach entspringt in der Blüdescher Au und fließt herunter und hat früher da jede Menge verschiedene Wasserkraftanlagen angetrieben. Und die befanden sich unter uns im Ortsteil Frummergersch. Frummergersch heißt so viel wie am Ameisenhaufen von Formicario. Ja, wir sind ein Stückchen weiter marschiert. Wir sind hier unten in der Ortschaft Frummergersch. Was wir da sehen, das ist ein ganz interessanter Ort. Da haben wir die alte gotische Kapelle St. Anna. Denn daneben, da vor uns ganz mächtig, von unten bis oben durchgemauert, ist die alte Herrschaftliche der Ferne. Auf dem Platz davor, der heißt beim Gericht. Ja, und da vor dem Gericht, da hat man eigentlich so die ganzen kleinen Vergehen vor der Schlinzer, hat man da verhandelt und abgeurteilt. Und dementsprechend sind halt die Strafen ausgefallen. Es war aber auch zugleich der Platz, wo der Landermann für diese ganzen Jagdberggemeinden gewählt worden ist. An 3 verschiedenen Plätzen hat man da die Leute aufgestellt und da haben sie zu ihren Kandidaten hinlaufen können und der ist dann gewählt worden. Ja, liebe Zuseher, jetzt sind wir noch ein Stückchen weiter heraufgefahren, oberhalb von der Ortschaft Schlins. Da unten in der Ebene, da gibt es die sogenannte Gurti Gommert, das heißt so viel wie Fürstenhof. Dann gibt es da herauf zu, der Weg, der heißt Fürigort, das heißt einfach der Hofweg. Und dann unten gibt es dann nur ein Gurti Netsch, das wäre eigentlich der schlechte Hof. Dann gibt es noch ein Gurti Spürl, das heißt dann einfach der alte Pfarrhof, das Pfarrwidum. Dann kommen wir herein, da unten haben wir einen wunderschönen Doppelhof, heißt es hier im Döbele. Und die ganze Halde da, heute natürlich Wiesengrund, war früher alles durchgehend Weinbaubetrieb. Vom Döbele aufwärts, da kommt dann von der einen Seite von Schniffes herunter der Fernellerbach. Fernella kommt von Gavernella, also die Tiefe, die Aushöhlung. Dann unten ist dann neben dem Döbelehof ist ein großer Fischweiher und dort heißt es in Falcio. Falcio wäre so viel wie der Gatter, weil früher einwärts dort war die Viehweide für die Kühe und die sind mit einem Gatter abgeschlossen worden. Und einwärts geht dann ein ganz ein weiter Weg hinein, das ist die Via Longa. Die Verlonga, das ist eigentlich nichts anderes als eine 3 Kilometer lange uralte Trockenrinne vom Gletscher her noch. Und da kommen wir direkt, wenn wir dort durchlaufen, nach Blüdesch. Machen wir vielleicht bitte einen Schwenk hinüber zu. Da haben wir eine ganze Menge ausgedehnte früher Äcker und heute große Wiesenflächen. Da heißt es auf Gartes, das wäre der Hof. Dann noch haben wir da oben die Gamschola. Gamschola wäre so viel wie der Hemdzipfel. Weiter oben dann ist der Jumpflierder. Jumpflierder ist nichts anderes als ein Büchel, ein langgestreckter, wo lauter Farn damals draufgewachsen ist. Dann haben wir oberhalb noch Bramaschee, das ist die faule Wiese oder sumpfige Wiese. Weiter unten, da haben wir dann noch einen ganz schönen Namen,
da heißt es oft Brapafil. Brapafil ist der Schmetterling und Bra ist die Wiese, also die Schmetterlingswiese. Und dann noch hinaus zu, da haben wir dann noch ein Parfens. Parfens, das ist eigentlich ganz genau nach dem Namen die Himbeerwiese oder wo früher viel Himbeer gewachsen sind. Ja, und außerhalb von Schlins in westlicher Richtung zu, ist noch ein ganz ein großes Acker- und Wiesengebiet. Das war früher so die Ernährungsgrundlage für die Schlinser. Aber auch dort sind früher Waldbestände, sie zumindest einmal nach den Namen, und gibt es sehr viele Eichenwälder, da gibt es ein Irrafrö und dann gibt es ein Blorafrieder, das bedeutet immer Eichwald. Heute ist es lieblich, auf der einen Seite sind die Siedler und die Industrie und auf der anderen Seite ist noch eine wunderbare Landschaft, fast wie unberührt und einmalig im Wallgau. Auf Wiedersehen, zum nächsten Mal sehen wir uns in Nenzing. Fröhlich in den ersten Herbst und doch ganz sicher hintergründig proklamiert das Milk Resort in Göfis seine neue kommende Ausstellung mit Christine Lederers Be Kind Behind – Gedankenreich. Die Ausstellung dauert vom 20. September bis 17. November. Öffnungszeiten sind jeweils am Sonntag von 14 bis 17 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung. Feste sollte man feiern, wie sie fallen. In Frastanz fiel das Bockbierfest der Frastanzer Brauerei. Und hier wurde kräftig gefeiert. Überzeugen Sie sich selbst. Grüß Gott! Beim Bockbierfest 2013. Bockbierfest gehört natürlich das Bockbier und auch ein Steinbock. Doch der wurde letztes Jahr geklaut. Kurt, ist er wieder aufgetaucht? Ja, dazu kann ich momentan leider noch nichts sagen. Wir sind lange, lange auf der Suche gewesen. Wir haben ein paar gute Tipps gekriegt. Und ich hoffe, dass man heute ganz kurz zum Finale dass er auftaucht. Aber ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht. Also dann sind wir gespannt, ob er noch früher kommt. Ja, also ich auf jeden Fall. Ja. Was passiert, wenn er nicht früher kommt? Ja, dann würden wir trotzdem ein paar Bier trinken, schätze ich mal. Eins mehr vielleicht dann sogar. Genau, genau. Was gibt es für Gründe, um nach Frastanz zu kommen? Ich glaube, das Bockbieranstich ist ein ganz spezieller. Es ist eine traditionelle Veranstaltung, man sieht es am Andrang. Es können gerne alle reinkommen und ich finde es eine tolle Veranstaltung. Man sieht, Menschen kommen zusammen, ein gutes Bier, eine tolle Musik und eine gute Stimmung. Vorhin gerade noch in Pose mit der drei Schwestern. Was macht der Reiz von den drei Schwestern aus? Ja, die drei Schwestern sind für mich etwas Besonderes. Ich bin zwar glücklich verheiratet, aber sich mit so hübschen Frauen zum Fotografieren lassen, ist ein besonderer Reiz. Und dort, wo ich wohne, dort habe ich jeden Tag den Blick zu den drei Schwestern. Ich bin höchst erfreut, wenn ich sie persönlich trifft. Böse Zungen behaupten, dass die Stadtmusiker etwas mit dem Verschwinder vom Steinbock da vor der Brauerei Frastanz zum Tun hat. Ist an dem Gerücht irgendwas dran? Irgendetwas kann dran sein, aber nur vom Verschwinder her nicht, weil der Steinbock, der wollte geklaut werden von einer anderen Musik. Und wir haben gedacht, bevor wir klauen, nennen wir ihn Gewahrsam und dann bringen wir ihn wieder zurück. Weil im Probelokal ist ein wunderschöner Platz gewesen und er wurde würdigst belobt und angebetet. Und so ist es jetzt einfach gewesen, dass die Brauerei etwas nervös war, ist, wenn man den Bocknummer gefunden hat. Und heute wird er offiziell wieder an den Ort des Verschwindens aufgelegt. Nur letztes Jahr muss ich sagen, er lag sinnlos auf der Bühne. Und zwar das gehört sich auch nicht. Nicht einmal aufgehängt ist er am Sonntag. Ich habe ihn quasi gerettet. Danke. Das habe ich dann nicht gewählt. Ja, das. Wir sind hier versammelt wieder, stimmen an unsere Frastanzer Bockbierlieder. Um des Halle wieder vom Drei-Schwestern-Stock,
Hoch lebe unser Brastnerburg! Hoch! 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 Oder man munkelt, es wurde eine Auslösesumme bezahlt. Stimmt es? Es wurde nicht in Bargeld, sondern ich hatte in den Vermittlungsgesprächen gesehen, es müssen eine ordentliche Menge Bier an die Stadtmusik, weil die haben ja nicht gestohlen, sondern die haben ihn ja liebevoll aufgenommen. Das muss man sagen, oder? Und so ist es vereinbart worden, also keine Barablöse. Sondern Materialien, in dem Fall nicht Materialien, sondern etwa Bier. Ja. Und jetzt ist alles abgegolten? Ich habe mich nicht erkundigt, ob die Stadtmusik alles gekriegt hat, was man ihnen versprochen hat. Das prüfen wir noch, oder? Und dann machen wir es aber unspektakulär, oder? Ohne großes Brumborium. Was gefällt Ihnen besonders hier? Ja, ich bin jetzt schon alle Jahre wieder da. Und besonders ist natürlich immer die Mitwirkung vom Bürgermeister Harald Ludescher, vom Altbürgermeister. Und heuer hat man auch ganz gut die Samminertaler, die Musik gefallen. Sie haben wirklich gut gespielt und auch gängige Sachen gespielt. Das ist gute Stimmung, wie man im Hintergrund hört, in das Zelt hineingebracht wird. Gibt es sowas in Kalifornien wie das Bockbierfest? Es gibt... Hier und dort mal gibt es eine Veranstaltung, Oktoberfest, in the Bay Area, in der Nähe von San Francisco, was sehr gut besucht ist, aber es tragen die wenigsten Dirndl und Lederhosen. Das ist aber schade. Ja, es ist echt schade. Aber meine Schwester hat dafür ein Dirndl gekauft und mein Schwager Lederhosen. Und wenn sie auf solche Feste gehen, dann schauen sie super aus. Oh, und du hast ein wunderschönes Dirndl angezogen. Hast du das extra für den Abend heute dir gekauft? Nein, ich hatte das Dirndl schon länger, aber es kommt mehr und mehr, dass man Dirndl braucht. Und ich habe letztes Jahr gefunden, jetzt ist Zeit, um mir wieder einmal ein neues Dirndl zu kaufen. Und ich habe es eigentlich ganz gerne. Ein Dirndl steht einfach jeder Frau, finde ich. Und tut man da auch so ein bisschen schauen, was ist ein No-Go oder ein Go im Dirndl anziehen? Es gibt, also was einfach gefällt und wo man sich auch wohlfühlt, denke ich. Wenn ich mich in einem kurzen Dirndl und wohlfühle, dann ist das gut. Und es kann ein langes Schön sein und es kann ein kurzes ganz toll sein und auch wirklich toll wirken. Und ist das jetzt ein Anlass, wo man gerne hingeht oder ist das etwas Politisches? Nein, es ist jedes Jahr ein Treffpunkt im Wallgau, wo mittlerweile sehr, sehr viele Leute aus dem ganzen Land kommen. Es ist die Möglichkeit, mit vielen zu reden natürlich. Es ist ein gesellschaftliches Ereignis. Es steht irgendwie die Freude im Mittelpunkt und man trinkt gerne ein Glas Bier miteinander. Also so gesehen ist es von vielen Terminen eine der wirklich angenehmen. Und es besteht auch die Gefahr, dass man vielleicht nicht nur ein Glas Bier trinkt und dann vielleicht irgendetwas ausplaudert, etwas Politisches? Naja, man muss natürlich vorsichtig sein, weil das Bockbier hat es ja in sich. So gesehen darf man ein wenig probieren. Aber wie immer, man sollte nicht zu tief ins Glas schauen, logischerweise. Außerdem gehen die Termine heute Abend ja auch noch weiter. Aber ein Gläschen darf es schon sein. Mit dem Anstich bin ich super zufrieden. Es hat nicht ganz so gespritzt wie im letzten Jahr, was man gesagt hat. Aber war sensationell. Die Brauer mit dem Fass, wie sie da reinmarschiert sind ins Zelt, so soll es sein. Bier soll Spaß machen und das macht schon Lust auf Party, sowas. Ja. Und apropos Party, gestern war ja das große Clubbing. Wie ist das abgelaufen?
sensationell. Also war absolut, hat alle Erwartungen übertroffen. Letztes Jahr war schon eine super geile Party, wenn ich das so sagen darf. Und hier also noch einmal ein Schüffel draufgelegt, waren glaube ich 2000 Leute bei uns im Zelt. Und super Party. Und, wie lange ist es gegangen? Ja, mein Ziel war um 12 Uhr heimgehen. Das hat nicht ganz erreicht, das ist dann doch ein bisschen später geworden. Also das zeigt, wie super das war. Also die drei Schwestern sind ja immer und überall dabei, wo Frasanza ist. Und wie war das Clubbing gestern? Es ist das Clubbing ein Highlight, es ist der Anstich ein Highlight und auch der Tag der offenen Tür. Also die Besucher haben wirklich was zum Tun da. Kommt man da eigentlich irgendwann ins Bett? Spät, aber doch. Sehr spät. Und was macht man da, dass man dann immer noch so frisch und gut aussieht? Man trinkt ein Kleines, denn das Kleine geht immer. Ja, genau. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Beim Anstich 2014 sind wir mit Sicherheit wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mich wie immer sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal und tschüss miteinander.